Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu stellen und die Fragen sind bei mir angekommen und jetzt wird es langsam Zeit, die auch zu beantworten. Wann hattest du deinen ersten Freund und wie lange hielt diese Beziehung? Mein Ehemann. Hält immer noch an. Jetzt schon seit 8, fast 9 Jahren. Wann hattest du deine erste Katze? Die erste Katze habe ich kennengelernt, als ich zu meinem Mann zog. Denn er hat noch unser Mäuschen, ja, und es lebt noch. Und ja, das war dann mit 18. Da hatte ich dann durch ihn mit eine Katze. Eine sehr zickige Diva, die mich manchmal sehr nervt, weil sie nicht knuddeln will, aber trotzdem ganz nett. Ich mag Katzen. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen, als ihr geheiratet habt und hat er den Antrag gemacht? Das ist so unromantisch, das ist so geil. Also, wie lange waren wir zusammen? Das muss ich überlegen. 4 Jahre, 5 Jahre waren wir circa zusammen. Und dann machte er mir den Antrag in einer sehr ungünstigen Situation, denn wir hatten gestritten und ich war gerade total abgefuckt und bin ins Badezimmer, um mich fertig zu machen, weil ich arbeiten musste. Und dann kam er ins Badezimmer und sagte dann, geknickt, eigentlich wollte ich dir ja schon Silvester einen Heiratsantrag machen, denn ich liebe dich. Aber da warst du auch irgendwie gestresst und ich will dich doch heiraten. Und so. Und das war dann der Antrag. Und dann war ich noch relativ sauer. Ist ja auch irgendwie klar, nicht? Wenn man sich gerade gestritten hat. Und war dann natürlich erstmal total perplex, weil ich mir dachte, hä? Wie jetzt? Wir haben uns gerade gestritten, ja? Und du kommst und machst einen Heiratsantrag. Ich war echt total durch den Wind. Denn es war ja noch nicht mal ein richtiger Antrag. Aber es war dann doch ein Antrag. Und letztendlich habe ich dann irgendwie ja gesagt. Bin erstmal auf Arbeit, hab das verdauen müssen und dann wurde mir erstmal mit der Zeit klar, ey, du hast gerade einen Heiratsantrag gekriegt. Wie unromantisch. Wie viele Lidschatten und Lippenstifte hast du insgesamt? Ich habe 4 Sleek-Paletten und circa 10 Flormar-Lidschatten, die so klein sind. Mehr habe ich nicht. Sandra, wie alt bist du? Ich bin 25, ich bin schon fast 30. Das heißt, ich bin schon fast alt, kriege fast schon graue Haare und habe fast schon Fältchen. Sandra, was machst du beruflich? Ich bin Servicekraft in einer Seniorenvilla. Das heißt, ich bediene da die alten Leute, bringe Essen, bringe Trinken und versuche immer gut drauf zu sein. Und welche Hobbys hast du? Wenn ich mal Zeit habe, etwas neben der Arbeit zu machen, dann habe ich das Hobby. YouTube, Facebook, Social Media, alles in diesem Kreis. Kochen, backen und natürlich Videos drehen. Also das ist bei mir ganz oben, ganz weit oben. Hast du einen Spitznamen? Ja, Sternchen. Ich hatte damals auf meinem Namensschild auf Arbeit, hatte ich 5 Sternchen und ich dachte damals, ich bin eine 5-Sterne-Azubine und dann hat eine Arbeitskollege gesagt, ach wie süß, du bist das Sternchen und dadurch kam es, dass ich jetzt auf Arbeit auch nur Sternchen genannt werde und das hat mich jetzt schon und begleitet mich schon seit 4 bis 5 Jahren, also ich finde, das passt auch irgendwie nicht. Bist du Deutsche? Ja, oder mache ich irgendwie den Eindruck, dass ich keine Deutsche bin? Welche Wünsche hast du für die Zukunft? Ich will 2 bis 3 Kinder, möchte, dass mein Mann und ich weiterhin ganz viel Glück und Freude im Leben haben, vor allem zusammen, dass wir alt werden und vor allem auch zusammen sterben, wenn wir irgendwann sterben und ja, dass wir in der Zeit einfach eine wahnsinnig tolle Familie werden, die viel zusammen aufbaut und immer zusammenhält. Was ist dir in Sachen YouTube am wichtigsten? Dass mir das Ganze Spaß macht und dass ich mich nicht irgendwo hintreiben lasse, wo ich mich nicht hintreiben lassen möchte und dass ich versuche, mich wirklich so zu vermitteln, wie ich bin und nicht irgendwie aufgesetzt wirke, weil das finde ich immer ganz traurig. Man liest das oft und ich denke, das kommt auch sehr schnell an den Zuschauer heran, wenn man gekünstelt wirkt. Dein Lieblingsessen? Also ich liebe Döner wahnsinnig gerne. Döner könnte ich total gerne essen. Ich liebe Hummus und ich liebe Falafel und ich liebe Kichererbsen in diesem Zusammenhang. Und ich liebe eigentlich sehr vieles, aber am meisten wirklich Döner und Hummus und Falafel und Pizza auch und auch Spaghetti. Ich sag mal so, alles was mein Mann kocht, liebe ich. Hast du einen Lieblingsgegenstand? Ja. Mein Handy, mein iPhone, das ist wirklich immer mit dabei und das begleitet mich und das
kann ich auch nicht irgendwie weglassen. Ich habe es noch nicht allzu lange, das ist das iPhone 6, aber ich bin generell so ein Handyfreak und muss immer irgendwie wissen, was geht in der Welt ab, was geht bei anderen ab. Und ich muss immer wissen, ich könnte jetzt jemanden erreichen, wenn was ist. Also das Handy ist mein absoluter Lieblingsgegenstand auf Nummer 1 da oben. Was hörst du für Musik? Im Moment, lass mich überlegen, Macklemore finde ich geil. Ich höre sehr gerne Evanescence, Adele ganz oben. Und an und für sich bin ich auch ein sehr großer Hausliebhaber. Also eigentlich bin ich so eher Radiohörer durch die Arbeit und so. Ich höre eigentlich alles straight, aber wenn ich mir eine CD kaufen könnte, wäre es definitiv Adele, Macklemore. Da gibt's relativ viele. Wir fangen mit an. Macklemore, Adele. Xavier Naidoo höre ich manchmal sehr gerne. Hausmusikal einfach. Musik, die gut tut, die Laune bringt, die Energie bringt und manchmal auch Musik, die einen nachdenklich macht und Musik, die einfach bei einem tief eindringt. Adele. Oh, die hat eine Stimme. Ja, und das war's auch schon. Es waren nicht besonders viele Fragen, das stimmt. Ich wollte aber auch das Video relativ kurz halten. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mehr Fragen habt, schreibt. Oh. Schreibt, damit ich sie sammeln kann, um euch wieder bald ein Frage-Antworten-Video zu präsentieren. In diesem Sinne, tschüss und wir sehen uns, ne?